So, und damit hallo und willkommen beim Live-LP zu Prey. Natürlich wieder doof, es ist kein Strategiespiel, aber es ist Bioshock ähnlich. Also wir sind eigentlich ein Mann, der den ersten Tag in seiner neuen Firma anfängt. Und am Ende ist alles gar nicht so, wie es scheint, sage ich mal jetzt im Vorweg. Aber wer schon mal so ein bisschen was gesehen hat, hat schon gesehen, irgendwelche schwarzen, bösen Viecher und so weiter tauchen auf. Ist auch total Latte, es ist jetzt auch nicht spoilermäßig, es war in jedem Trailer zu sehen. Und deshalb starten wir jetzt einfach rein. Es ist natürlich eine Geschichte, die in einem Action-Horror-Stil so ein bisschen ist, mit ein paar Alternativwege. Aber lass uns das einfach mal so erleben. Ist übrigens als Live-LP jetzt wieder so, dass so ähnlich wie bei Mass Effect, es wird die Streams geben als Freischaltung und es wird nochmal in Episoden das LP auch so hochgeladen in einer besseren Qualität. Dementsprechend kann jeder selbst entscheiden, wann er was gucken will. So, neues Spiel, leerer Slot. Setze deinen Verstand und Waffen und Fähigkeiten ein, um zu überleben. Dein Verstand ist das Einzige, was dich am Leben hält. Ich glaube, ich würde das Spiel sogar auf normal mal spielen, weil ich jetzt nicht der Shooter-King bin. Nichts kann dich retten. Ach, wir machen es einfach normal. Und ich nehme die männliche Variante. Mr. You. Du erwachst in deinem Apartment im Jahr 2032. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Das Schöne ist einfach, dass er Morgan heißt. Das ist wenigstens mal ein Name, den ich mir merken kann. Morgan Freeman. Vorbestellerbonus. Dank, dass du Prey vorbestellt hast, deine Vorbestellerboni findest du in einem speziellen Behälter in Morgans Büro. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Der erste Tag. Zieh deine Trendstar-Uniform an. Alex hat mich überzeugt, ich werde mit ihm auf die Raumstation Talos 1 gehen. Die Arbeit dort oben ist einfach zu gut, um sie abzulehnen. Außerdem hat er gesagt, er hätte eine Überraschung. Ich muss im Trainingszentrum durch einige Reifen springen, bevor ich an Bord des Shuttles gehen darf. Ist auf jeden Fall ganz schön. Bis auf, dass die Tür klemmt. Da ist die Uniform, aber ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. Weil ich weiß, man kann halt sehr viele Sachen auch einsammeln. Herzlichen Glückwunsch, Morgan, von Alex. Die wissenschaftliche Methode. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich aus Ihnen in weniger als 10 Minuten einen Mathematiker auf dem Niveau Einsteins machen könnte? Ich würde sagen, das ist Unsinn. Das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt, angesichts Alex Hughes Überzeugung jedoch schnell wieder verschwindet. Auch wenn es nicht zu mir passt, ich bin gefesselt. Er hält mich nicht zum Narren. Sie selbst vielleicht, aber mich nein. Alex lehnt sich in seinen Stuhl zurück. Willkommen im Zeitalter der Neuromods. Das weiß ich auch schon. Neuromods sind so kleine Implantate, die wir über das, Neuralnetz unseres Gehirns irgendwie einspeisen, über so Nadeln, über das Auge. Interface kann man übrigens direkt machen. Den Ofen einzuschalten ist vielleicht nicht so gut. Kann Sachen auch direkt essen oder mit G halt ein größeres Menü aufmachen, um sowas wie Schränke auszuräumen. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Und du kannst einfach alles hochheben, wenn du denn stark genug dafür bist. Enzyklopädie der Ernährungswissenschaft und des Kochens. Ein in Pflanzen, Tieren und Bakterien natürlich vorkommendes Enzym TG wird oftmals verwendet, um eiweißhaltige Nahrungsmittel zu binden oder Nachbildungen von zum Beispiel Krabbenfleisch oder Fischklößen herzustellen. Im Herzen des Vox. Das ist auch schon wieder einfach nur...
irgendwas. Im Zuge des Fermi-Problems. Ein Buch über außerirdische Intelligenz. Stellen Sie sich vor, dass es in der Galaxie Milliarden von Sternen wie unsere Sonne gibt, viele davon wesentlich älter. Um einige dieser Sterne könnten erdähnliche Planeten kreisen. Auf einigen dieser Planeten könnte sich intelligentes Leben entwickelt haben. Und einige dieser intelligenten Lebewesen könnten zu interstellaren Reisen fähig sein. Wenn eine Zivilisation sich vor der unsrigen entwickelt hätte, erscheint es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass selbst mit der heute vorstellbaren Geschwindigkeit von Reisen zu anderen Sternen bereits die gesamte Galaxie kolonisiert ist. Das Problem dabei, wir haben derartige Zivilisationen weder entdeckt, noch wurden wir von ihnen kontaktiert. Warum überhaupt? Ist übrigens so ein Standardproblem. Ich sage übrigens, das habe ich noch die Tage diskutiert, dass ist ja schon fast so wie damals bei Duke. Da konnte man auch noch alles betätigen früher. Irgendwas Interessantes hier drin. Sollte noch ein paar Sachen einzusammeln. Die Arbeitsterminals haben sie übrigens ganz nett gemacht. Das erinnert mich so richtig an Doom früher, wo man auch halt mit den Terminals so direkt interagiert hat. Hallo Morgen, hat mich sehr gefreut zu hören, dass Sie bald an Bord kommen werden. Ihr erster offizieller Arbeitstag ist Montag, der 15. März, aber vorher haben wir eine Reihe von Trainingseinheiten für Sie, die alle neue Angestellten durchlaufen müssen. Nur ein paar Dinge, die Sie für das Leben im Orbit vorbereiten werden. Sie haben eine spannende Zeit vor sich. Guten Flug und bis bald. Hallo, ich habe dir ein Paket mit allem zugeschickt, was du für deinen ersten Tag brauchst. Uniform, Transcribe und eine Neuromod. Installiere die Neuromod bitte gleich. Wir wollen am Morgen ein paar Tests laufen lassen. Befolge einfach die Anleitung. Ich melde mich später. Bis dann. Hey, ich habe bereits mit Mama und Papa telefoniert. Ach, das ist ja von meiner Schwester. Oder? Nee, von meinem Bruder. Alex? Alex kann auch eine Frau sein. Sie können nicht zum Start des Shuttles kommen. Sie sind in New York. Firmenzeug. Aber sie senden beste Grüße. Ich glaube, Mama ist ein bisschen verstört, weil ihre beiden Kinder zur selben Zeit außerhalb ihres Orbits sein werden. Sie meinte, du sollst dich benehmen und auf deinen großen Bruder hören. Okay, eigentlich hat sie genau andersrum gesagt. Ich soll mich benehmen und auf dich hören. Also so viel zu Mama. Naja, alle sind begeistert von deinen Plänen für da oben. Also mach dich bereit. Ich rufe dich wahrscheinlich morgens an, um sicher zu gehen, dass du auch wach bist. Dann bis bald. Morgen. Alex. Erstmal trinken hier. Nein, genug. Ziehen wir unsere Uniform an und machen uns auf den Weg. Ich werde nicht zu spät kommen zur Arbeit. Übrigens, alle guten Spiele fangen immer an mit so einem schönen Prolog, wo du zur Arbeit gehst. Ich erinnere an Half-Life. Ja, ein anderer Mensch. Guten Morgen, Hallo. Mr. Yu. Guten Morgen, Patricia. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Sie müssen den Aufzug nehmen. Ah, jetzt pfeift sie immer wieder. Aber das wissen Sie bestimmt, vermute ich. Leertaste zum Springen, Umschalttaste zum Rennen. Dann fahren wir mal zum Helikopter. Menschen mit Stil in der Zukunft reisen halt mit Helikopter. Naja. Machen Sie es gemütlich. Gleich geht's los. Die Transstar-Anlage ist nicht weit weg. Bethesda Softworks presents. Durchgehend klarer Himmel.
Krähe! Krähe! Schöner Blick auf die Bucht. In Aiken Studios Productions. Prey. Und es hat leider nichts mehr mit dem Indianer von früher zu tun. Dabei fand ich wirklich Prey 1 sehr witzig mit dem Indianer, der halt, wer es noch kennt, in den Raumschiffen unterwegs war und dann halt an der Decke lief oder seinen Geist loslösen konnte, um Schalter zu betätigen oder sonst irgendwas. Achten Sie aufs Glas, wenn Sie aussteigen. Viel Erfolg! Danke. Hallo, Dr. Yu. Ich bin ein Sybil 495 Wissenschaftsoperator. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Drogen! Trendstar hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mondsystems zählt. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Die Texturen sind auch echt glatt, ey. Nicht schlecht und es läuft wirklich super. Sie haben einen 9-Uhr-Termin in der Testanlage. Bitte bestätigen. Bestätigen. Schick den Schimpansen in den Weltraum. Morgen. Endlich. Hey, diese Trendstar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Noch rot? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Dr. Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit. Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Ach, es ja, dazu. Okay, es ist wirklich ein Mann. Sei einfach du selbst. Wir sehen uns danach. Dr. Yu? Aber Ihr Gesichter sehen doch ganz hübsch aus. Obwohl ich mich frage, was ist bei dir schiefgelaufen, Junge? Ist das nicht Gabe? Als er noch jünger war. Ich wünschte, ich könnte dir zeigen, woran ich gearbeitet habe. Geh lieber rein, sonst wird Bellamy ungeduldig. Bitte begeben Sie sich zu Raum A. Ja, ist gut. Ich bewege mich ja auch schon weg. Ach, das kennen wir schon. Das wissenschaftliche Magazin. Ah. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Gut. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Ja? Wunderbar. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Typische Steuerungslerndinger, ne? Haja! 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 Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Die haben ja wirklich darauf reagiert, dass ich den Gegenstand gegen das Glas geschmissen habe. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Nein, war nur Spaß. Sie haben nur 9 Sekunden. Drücken Sie den roten Knopf, um zu starten. Ah, 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 ah. Sehen Sie,
versteckt sich hinter dem Stuhl. Gibt's synaptische Aktivitäten? Keine? Nein. In Ordnung. Wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. Ich fühle mich schon so ein bisschen wie ein Affe. Also gut. Es geht los. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ohne nachdenken. Tun Sie es einfach. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid. Kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Liegt nicht an Ihnen. Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Wenn ich keine Synapsen habe, was bin ich dann? Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Erledigt. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus? Sobald Sie bereit sind, Morgan. Ist natürlich immer die Frage. Etwas Neues ist auch immer schön. Aber was Vertrautes, da weiß man ja schon, dass es schön ist. Vielleicht sollte man es aber nicht übertreiben. Nämlich vertrauter Ort. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Ja, ich kann Tasten drücken. Sie wurden für Ihre Taten zum Tod verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend. Niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig. Das war es wert. Ich bin ruhig. Das war es wert. Ich mache mal einen auf Psychopath. Oh, nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Das Gleis wechseln lassen. Einer für 5. Gut. Weiter. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahngleis neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Nichts tun? Den dickleibigen Mann stoßen. Den dickleibigen Mann stoßen. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die ans Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Entweder aufs Gleis springen, den dickleibigen Mann nochmal aufs Gleis stoßen oder gar nichts tun. Ich würde den Mann einfach nochmal stoßen. Wissen Sie, ich würde sicher dasselbe tun. Sehr gut. Sehr gut. Gleich fertig. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Hä? Gleich werde ich Sie fragen, was Sie... ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte, es ist... What's the... Mein Gott! Sicherheit! Sicherheit! Moment, er wird irgendwie zerfetzt. Alex. Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay.